Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Wir sind aktuell in München, haben gerade ein bisschen Sport gemacht und auf dem Weg zur Dusche machen wir mal eine Sendung on the road. Sendung. Zur Dusche? Ja, okay. Was duschst du? Zur Bierdusche. Genau. Bier haben wir ja schon. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Ja. Ich habe nur einen Radler. Ja, ich ja. nicht. Du hast 8 Bier weggehauen. Und wir haben ein tolles Thema mitgebracht. Und 1 getrunken. Ja, weggehauen und genau. Genau. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Schoki Banuki und die News aus aller Welt. Faszinierende Nachrichten. So sieht's aus. Und hier kommt was richtig Gutes. Sascha bleibt bei Grün stehen. Scheiße. Ja. Also nicht wie sonst nur sein Hirn, sondern wirklich mit komplett Auto und allem drum und dran. Allem drum und dran. In Belgien. Belgien. Was kennt man aus Belgien? Waffeln und Schokolade. Und Nein. Waffeln und Schokolade. Pfui. Binnemann. Was? Achso, okay. Mannequin Piss. Genau, Mannequin Piss. In Belgien, ich muss mal kurz meine Titten hier zurechtrücken. Ja, sieht sehr, sehr schön in aus. In Belgien haben Wissenschaftler ein Bier aus Urin hergestellt. Aus Urin? Natürlich im Namen der Wissenschaft. Was sie nämlich gemacht haben, sie haben Urin genommen, haben aus 1000 Liter Urin das Wasser herausgesammelt mit speziellen Filtermethoden. Kennt man ja von irgendwelchen Survival-Sendungen und Pipapo und hin und her. Und haben das dann genommen, dieses aus Urin gefilterte Wasser, um daraus Bier zu brauen. Und haben das dann einer Testperson oder das Testpersonen zum Trinken gegeben. Und das Bier kam sehr gut an. Warum macht man das denn? Mit einem Wasserhahn hat man Wasser. Das Ding ist doch. Jetzt bin ich gespannt. Wenn die nächsten Umbauten beim nächsten Oktoberfest stattfinden, dann schaffen die es pro 10.000 Liter Pisse ein Maß kostenlos herzustellen. Also 10.000 Liter, aus den 10.000 Liter haben die einen... 1.000. 1.000 Liter. Ja, aber wir reden ja von einem Maß. 1.000 Liter? Ich meine, bei dem Brauen geht ja natürlich auch Urin haben die gebraucht für 1 Liter Bier. Nicht für 1 Liter Bier, für ein Bier. Ein Bier ist im hessischen Sinn 0,33 oder 0,5, wenn es ein großes ist. Also nur ein Glas Bier? Ja. Hä, das passt nicht. Wer hat denn da recherchiert? Nein, das so wie Redaktionskacke hier. Okay, Redaktion wird wieder gefeuert. Wie viel wäre das jetzt? Wir haben schon 8 Redaktionen. 8 Redaktionen, genau. Falls ihr euch bewerben wollt als Redakteur. Ja. Schoki Panuki. Schlecht recherchiert und beschissen vorgetragen. Genau. Ja. Dann also, schreibt uns keine Bewerbung. Kann man wirklich machen, aber du fährst einfach auf dem Pissoir, abschöpfen das Zeug und dann wieder verwerten. Ja, vielleicht vorher filtern. Ja, ja. Und zwar so, dass es halt auch wirklich Sinn macht. Aber es ist ja... Die Belgier, die sind ja wirklich bekannt für solchen Rotzen. Apropos Rotz, in diesem Lauf-Shirt sehe ich aus, als hätte ich richtig dicke Huten. Du siehst auch in anderen Sachen. Ich mache jetzt so mal aus, weil ich muss ein bisschen an mir rumspielen. Die Gelegenheit kommt nie wieder. Oh, eine Harley, guck mal. Brumm, 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 brumm. Cheerio, Miss Sophie.